Ganz herzlich willkommen zu unserer WMUG-Live-Session heute mit der Clara Holler, Wissensmanagerin bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Was die Stiftung tut, was du dort tust, Clara, das erzählst du gleich selber. Ich freue mich sehr auf diese Live-Session. Ich bin ganz gespannt, was sich bei euch getan hat. Ich durfte ja zweimal zu einem kurzen Workshop bei euch sein, um so ein bisschen zu brainstormen, wohin sich das Wissensmanagement bei euch entwickelt. Aber ich glaube, das letzte Mal ist nur auch schon bestimmt 3 Jahre her. Also von daher bin ich mehr als gespannt, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Und damit übergebe ich sofort auch dir das Wort und auch den Bildschirm. Okay, wunderbar. Genau, also dann ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Hallo an Dirk und Gabriele. Ich freue mich sehr, dass ich euch auch mal wieder sehe. Genau, ich kenne insbesondere Gabriele auch schon ziemlich lange. Genau, und ich freue mich sehr, dass ich jetzt heute hier sein darf. Ich erzähle jetzt zu Anfang ein bisschen was über mich selbst, sozusagen wer ich bin, was ich mache, wo ich das Ganze mache. Und dann möchte ich gern so ein paar Sachen einfach vorstellen, wie wir in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Wissensmanagement etabliert haben, die Dinge, die gut funktionieren, die Dinge, die vielleicht auch nicht gut funktionieren. Und da bin ich dann auch, freue ich mich auch über einen Austausch mit euch. Ich würde euch jetzt einfach duzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Genau, das finde ich immer ein bisschen einfacher und auch irgendwie persönlicher. Genau, und ich habe auch zu Gabriele schon im Voraus gesagt, dass ich das jetzt eher so ein bisschen, die Folien sind sozusagen eher so ein bisschen begleitend für euch, damit ihr auch visuell was noch angucken könnt. Aber mir geht es eigentlich eher darum, so ein bisschen was zu erzählen. Also ich werde mich jetzt nicht so total festklammern an den Folien, sondern ich finde es auch selber immer spannender, wenn man irgendwie Geschichten hört im Prinzip. Und das entspricht auch eher dem, wie ich sozusagen das Wissensmanagement auch selber verstehe. Das ist für mich was einfach sehr Lebendiges und passiert ganz viel im Austausch. Ja, also das Thema Wissensmanagement kam in mein Leben. Da bin ich 2015, war ich gerade ein Jahr in Berlin. Nach vielen Jahren im Ausland, also ich war mehrere, 3,5 Jahre ungefähr in Rom. Und von meinem Ausbildungsweg her, seht ihr hier, ich habe erstmal eine Fotografenausbildung gemacht im Schwarzwald. Ich komme wie Gabriele auch aus dem Süden eigentlich. Und danach habe ich aber noch studiert, und zwar Soziologie. Und dann war ich noch so ein bisschen suchend, weil ich habe tatsächlich nicht so genau die Vorstellung gehabt, was der Job für mich wäre. Und ich würde auch gerade behaupten, dass damals tatsächlich der Job als Wissensmanagerin noch nicht so, sage ich mal, weit verbreitet war. Also das Wissensmanagement hatte da zwar schon erste Hochzeiten erlebt, aber nicht so, dass man, zumindest war das mir nicht begegnet als geläufiger Beruf so. Und deswegen hat sich das dann noch ein bisschen ergeben durch meinen fotografischen Hintergrund und meinen Hiwi-Job dazu in Heidelberg, dass ich dann verantwortlich wurde für das Digitalisierungsprojekt an der Universitätsbibliothek Heidelberg, das in Kooperation mit der Vatikanischen Bibliothek stattgefunden hat, und war dann eben mehrere Jahre dort Projektleitung in Rom. Das heißt, so, ich hatte auch immer eine gewisse IT-Offenheit, würde ich das nennen, was auch später vielleicht nochmal eine Rolle gespielt hat, dann in meinem Job in der DKHS, wie sich das alles entwickelt hat. Genau, und dann kam eben diese Ausschreibung und es hat mich neugierig gemacht. Also grundsätzlich habe ich einfach Spaß an Wissen, könnte man sagen. Ich will gerne neue Dinge erfahren. Ich bin im positiven Sinne neugierig. Genau, da hat mir die Ausschreibung einfach, da hat mich angesprochen aus vielerlei Hinsicht. Natürlich ist auch der Aspekt, dass die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung eine soziale Einrichtung ist, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Da sage ich gleich auch nochmal 2, 3 Worte. War für mich natürlich auch total ausschlaggebend. Ich wollte immer gerne im Stiftungsbereich arbeiten, weil ich irgendwie was gerne Soziales, Sinnvolles machen wollte. Und so kamen da so verschiedene Ebenen zusammen. Ich hatte meine Bachelorarbeit auch zum Thema soziale Selektion geschrieben. Und das heißt, so dieser Sozialaspekt, die Bildungsthematik, das waren so Dinge, da hat das irgendwie ganz gut gepasst. Ich kam allerdings ohne weitere Kenntnisse zum Thema Wissensmanagement in die Stiftung. Und eines der ersten Bücher, die auf meinem Schreibtisch lagen, um mich so ein bisschen einzulesen und meine Kollegin mir hingelegt hat, war eben unter anderem Buch von Gabriele. Und umso witziger finde ich das, dass ich jetzt hier so sitze mit euch, und das freut mich auch sehr. Mittlerweile bin ich Wissensmanagerin wirklich mit sehr großer Leidenschaft. Ich finde das super wichtig. Ich merke, es war schon immer so in mir drin, dass ich gerne Sachen geteilt habe mit anderen Menschen, weil ich immer auch das Gefühl hatte, dadurch habe ich eigentlich auch selber mehr davon. Genau. Und Wissensmanagement ist für mich eben jetzt nicht mehr nur so ein Begriff, abstrakter Begriff, sondern ist mit sehr viel Leben gefüllt worden in den letzten Jahren. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz darauf, was wir in der Stiftung alles so etablieren konnten, weil was mir damals nicht
eigentlich klar war, als ich dort angefangen habe, dass es das nicht, noch nicht wirklich ein Wissensmanagement gab, sondern eigentlich hat mich meine Chefin da hingesetzt und gesagt, so, jetzt bauen wir das auf. Und ich dachte, da wäre schon was und ich muss damit nur umgehen. Das hat sich dann gezeigt, dass das gar nicht so war. Das habe ich aber dann auch mir zur Aufgabe gemacht. Genau, zu DKJS, das möchte ich nicht unterschlagen. Das ist nämlich schon wichtig. Ich arbeite da auch super gerne. Das ist die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Die ist 1994 gegründet worden. Wir sind mittlerweile an 12 Standorten in ganz Deutschland und sind immer über 300 Mitarbeitende. Das ist auch ein bisschen immer Wachstum und ein bisschen Reduktion wieder, weil wir sind eben projektfinanziert. Also haben sehr viele verschiedene Mittelgeber und dementsprechend ist das auch ein bisschen unterschiedlich, weil die Projekte natürlich auch immer befristet sind. Also ich denke, ihr werdet wissen, wie dieser Kreislauf so ist. Aber grundsätzlich sind wir ein ziemlich großer Laden. Und gerade durch diese Überregionalität und diese vielen Leute in den verschiedensten Teams, die oft so vor sich hin oder im Team vor sich hin arbeiten, ist es natürlich auch ganz klar, dass es dort eine Wissensmanagement-Aufgabe gibt. Gerade mit vielen Projekten, die dann wieder enden, neue Leute kommen, manche gehen, muss man natürlich auch total viel einfach dokumentieren und weitergeben und übergeben und im Fluss halten. Genau, das war so die Sachlage. Deswegen war das klar, dass wir brauchen Wissensmanagement-Formate, wir brauchen Tools, wir brauchen irgendwie Austauschrunden und da irgendwie auch eine Strategie, wie wir damit umgehen wollen. Die Stiftung selber setzt sich eben ein für Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe für junge Menschen, für Kinder und Jugendliche. Wir haben ganz viele verschiedene fachliche Themen. Ich gehe da gerade mal noch mal eine Folie weiter. Also wir sind im frühkindlichen Bereich, wir sind im Schulbereich tätig. Wir sind sehr stark jetzt in der digitalen Bildung auch unterwegs, fördern irgendwie auch die Zukunftskompetenzen, dass die Leute, die Kinder und Jugendlichen, guten Einstieg ins Berufsleben bekommen. Genau, und auch dieser ganze Bereich mit dem Engagement, Demokratie stärken, Teilhabe von jungen Menschen ist uns ein großes Anliegen und haben wir viele Projekte in dem Bereich. Und von den Zielgruppen her, der Name ist da manchmal ein bisschen irreführend, weil die Leute sich dann vorstellen, wir arbeiten immer direkt nur mit Kindern und Jugendlichen. Das ist nicht so. Wir arbeiten sehr viel. Wir wollen ja auch im System was verändern. Insofern arbeiten wir natürlich auch viel mit den Zielgruppen in der pädagogischen Arbeit, aber auch auf der Entscheiderebene, also die Ministerien, die uns fördern, genau mit Politik und Verwaltung und Kommunen. Das ist natürlich sozusagen, sind auch wichtige Stellschrauben, um Kindern und Jugendlichen Teilhabe und gute Bildung zu ermöglichen. Wir haben aber auch Projekte, die sich direkt mit den Kindern und Jugendlichen befassen. Und genau, also das macht natürlich auch sehr viel Spaß, wenn wir da sozusagen so direkt auch wirksam sein können und nicht immer nur über Bande. Aber es sind auf jeden Fall diverse Zielgruppen, mit denen wir dann da zusammen dran arbeiten. Für mich als Wissensmanagerin der Stiftung stellen sich sozusagen so drei Ebenen dar, die ich bewältigen muss oder die ich im Blick haben muss. Und für mich baut sich das eigentlich immer auch auf dem auf, dass man selber ganz persönlich auch ein Wissensmanagement in irgendeiner Weise für sich entwickelt. Also, dass man sich überlegt, was habe ich für Wissen? Wie gehe ich mit meinem Wissen um? Wie sorge ich dafür, dass dieses Wissen auch weitergegeben wird, dass das nicht nur in meinem Kopf bleibt, nicht nur implizit ist? Also ich vermute, dass ihr euch jetzt die letzten Wochen auch schon mit diesen ganzen Begriffen beschäftigt habt, ne? Implizites Wissen, explizites Wissen, informelles Wissen, formelles Wissen und das fängt eben schon total auf dieser persönlichen Ebene an. Ne? Ich meine, es ist, darüber werde ich sicher, das werde ich jetzt sicher noch zweimal, dreimal sagen, auch total eine Haltungsfrage und eine Einstellungsfrage, wie der, genau, also einmal muss ich mir bewusst sein, dass ich überhaupt Wissen habe. Und dann muss auch eine Bereitschaft da sein oder sollte eine Bereitschaft da sein, gerade wenn man in Teams arbeitet oder eben in einer größeren Organisation, dass dieses Wissen ist ja nicht exklusiv für einen selbst, sondern man selber profitiert ja auch von dem Wissen und dem Können anderer und dass man da irgendwie einfach genau so eine gewisse Haltung dazu hat. Und das ist natürlich auch was, wofür ich sorgen möchte, durch eine bestimmte Art der Kultur, die wir auch in der Stiftung haben, dass alle, die neu kommen, dass für die das völlig selbstverständlich ist, dass man diese Haltung hat, dass man miteinander arbeitet, dass man sein Wissen weitergibt. Aber dass man sich eben auch vielleicht selber ein bisschen überlegt, okay, manche Leute müssen sich das auch erstmal so klar machen, ne? Nicht jeder hat so ein Bewusstsein dafür, was kann ich eigentlich, was weiß ich eigentlich, was wäre auch für andere gut zu wissen,
genau, von meinem Wissen. Und darauf aufbauend gibt es dann unsere ganz große Bereich der Projektarbeit und Programmarbeit, wo eben die Leute in Teams arbeiten, wo es dann viel darum geht, wie können sich die Teams untereinander gut informieren, gut auf dem Stand halten. Das sind die Essenzen, die auch immer wieder festgehalten werden müssen, auch gerade weil innerhalb der Projektarbeit ja auch immer wieder Leute gehen oder kommen, dass da nicht alle immer von ganz vorne anfangen müssen, sondern dass man irgendwie auch ein Vorwärtskommen hat im Projekt. Und dazu gehören natürlich dann solche Dinge wie Lessons learned, irgendwelche Reviews und Übergaben, Urlaubsübergaben, aber auch grundsätzlich, wenn jemand geht und jemand Neues kommt, dass da eine Art Expert-Debriefing stattfindet. Wir haben Programmsteuerungsformate, das heißt sowas wie ein Kickoff zu Beginn, wo die ganzen verschiedenen auch Querschnittsbereiche mit dabei sind, damit man irgendwie, dass jeder den gleichen Kenntnisstand hat. Genau, und dann gibt es eben später auch Steuerungs- oder Strategierunden, um zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin? Sind wir da auf dem Weg? Genau. Und derzeit sind bei uns die Lessons Learned Runden sind sehr etabliert, komme ich auch später nochmal dazu, aber leider noch ein Abschlussformat unserer Projekte. Und ich arbeite da schon viel dran, dass es ins Bewusstsein meiner Kolleginnen und Kollegen kommt, dass es Lessons ist ein Format, das eigentlich permanent passiert und passieren sollte. Weil man ja auch selber im Projekt dann viel davon hat, wenn man sich dazwischendurch bewusst macht, okay, was waren unsere Herausforderungen, wie haben wir die gemeistert, wo gab es vielleicht auch Schwierigkeiten und wie können wir das in Zukunft dann lösen. Und genau, also es hat immer auch viel mit Bewusstmachen zu tun. Und die andere große Ebene, und da bin ich dann auch quasi allein auf weiter Flur, ist das Thema, wie kann ich unsere Wissensflüsse, wie wir das immer nennen, auch stiftungsweit irgendwie entdecken, verteilen und sichern und weitergeben, wie kann ich dafür sorgen, dass da Austauschformate sind, dass die gut funktionieren, genau, und dass alle auch irgendwie gleichermaßen daran teilnehmen und teilhaben können. Also das ist tatsächlich natürlich eine größere Aufgabe und die ist auch nie zu Ende. Unsere Challenges, unsere Herausforderungen hatte ich jetzt schon verschiedentlich so erwähnt. Wir sind sehr viele verschiedene Teams, also nur um mal eine Zahl nochmal zu nennen. Wir haben derzeit über 40 Programme, wie es bei uns heißt. Die sind sehr unterschiedlich groß. Manche sind zwei Leute, manche sind über 30. Und die sind dann, wie gesagt, einmal am Standort Berlin, aber sie sind eben teilweise auch verteilt auf verschiedene Bundesländer mit verschiedenen Logiken, auch der Projektpartner und Förderer. Also da ist es schon wichtig, dass man da irgendwie gute Tools auch hat und Formate, um sich gegenseitig auf dem Stand zu halten und auch trotzdem auch ein Miteinandergefühl dabei zu haben. Ich bin damals in die Stiftung gekommen, da waren wir gerade mitten in einem Organisationsentwicklungsprozess. Es wurde sehr viel verändert und gleichzeitig durch einen starken Wachstum in dem Jahr 2015, 2016 war es eben wirklich so, dass ein großer Schmerz, würde ich jetzt mal sagen, entstanden ist mit der bisherigen Ordner- und Serverstruktur. Das heißt, es galt doch, ins digitale Arbeiten schon zu kommen damals. Und ich wurde dann zusammen mit meinem Kollegen Christian Söngen als Projektleitung für die Einführung von einem Intranet auch beauftragt. Das war dann quasi, ich sollte eigentlich nur so die Wissensmanagement-Brille mit dabei aufhaben und da so ein bisschen unterstützen. Tatsächlich war es dann am Ende so, dass ich das komplett eingeführt habe. Ich habe alle Qualifizierungen durchgeführt, die waren 4,5-stündig am Anfang. Kann ich auch nachher zum Weg noch mal ein bisschen was sagen, was wir da drumherum auch gemacht haben an Schritten, um das irgendwie erfolgreich zu gestalten. Aber ich bin das Thema auch nicht mehr losgeworden. Auch da wieder, ich glaube, meine IT-Offenheit hat da schon geholfen. Da konnte ich irgendwie dann gut als Übersetzerin tätig sein zwischen der IT, der Technik und den Menschen, die eigentlich for the greater good arbeiten und gar nicht unbedingt sich immer am Computer und mit irgendwelchen Programmen, Software herumschlagen wollen. Genau, also das überregionale Arbeiten und dann der finanzielle Rahmen, hatte ich auch schon erwähnt, viel unterschiedliche Befristungen, Leute kommen und gehen, starkes Wachstum damals und genau, und dann eben die Technik. Also das waren so Dinge, mit denen ich dann so konfrontiert war zu Beginn meiner Wissensmanagement-Zeit und auch bis heute. Ich würde jetzt so zwei, drei Sachen sagen dazu, wie wir unser Intranet eingeführt haben, weil ich das schon wichtig finde, auch wenn ich sagen würde, dass Wissensmanagement absolut nicht nur Tools sind. Da komme ich, also deswegen werde ich da später auch noch zu unseren anderen Formaten, auch informelleren Formaten kommen.
Der Story Lunch und so, der ist ja auch schon mit angekündigt in, im Titel gewesen. Aber ich fand unseren Weg doch trotzdem spannend irgendwie und auch, weil ich vergleichsweise wenig so Erfolgsgeschichten tatsächlich bisher gehört habe, da über solche Intranet-Einführungen und Tool-Einführungen. Versuche mich sehr viel zu vernetzen. Ich habe auch damals versucht, mich sehr viel zu vernetzen. Ich wusste damals überhaupt nichts über Intranet und digitale Tools in dem Sinne. Und genauso wie beim Wissensmanagement habe ich mir das einfach dann so sukzessive angeeignet und war eigentlich immer auf der Suche nach Leuten, die mir sagen können, wie macht man sowas denn und wie klappt das denn und was funktioniert gut und was nicht. Und am Ende des Tages musste ich es quasi ausprobieren und meinen Weg da finden und bin jetzt einfach oft so, dass ich mit Leuten drüber spreche, ja, wie können wir es denn am besten machen, was funktioniert denn gut? Und ich finde es deswegen auch super wichtig, weil ich weiß, wie gerne ich Austauschpartner gehabt hätte zu diversen Themen. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch heute hier, ne? Weil ich das super wichtig finde, dass man da einfach auch miteinander arbeitet, egal ob jetzt in einer Organisation oder einfach so grundsätzlich mit der Haltung in der Welt ist. Ein paar Worte zu unserer Implementierung. Wir hatten also mit Microsoft Office 365, wollten wir arbeiten und haben dann natürlich überlegt, was führen wir wie ein und haben dann mit dem angefangen, was ganz offensichtlich am nötigsten war zu dem Zeitpunkt, nämlich sinnvolles Videokonferenz-Tool. Also das war in dem Fall dann Skype for Business. Und da hatte ich auch lustige Diskussionen mit meinem Kollegen, der ein bisschen sozusagen IT-lastiger war und die Sachen ein bisschen technischer betrachtet hat. Und er hat gesagt, das ist ein Programm mit drei Buttons, da müssen wir doch nicht viel erklären oder qualifizieren. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Lass uns doch mal ein bisschen was machen. So. Genau. Und dann gab es wirklich Qualifizierungsrunden, also wo ich quasi kleine Schulungen gemacht habe. Wir haben sehr viel auch Material erstellt und waren auch immer ansprechbar und das hat sich auch durchgezogen durch alles, was wir eingeführt haben. Ich war schon sehr, 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 sehr supportive und serviceorientiert. Ich war eigentlich immer ansprechbar. Das ist bis heute so, dass alle wissen, sie können mich anpingen über Skype, über Teams, über E-Mail, über den Jammer, also die ganzen Dinge, die dann noch gekommen sind später, auf allen quasi Kommunikationskanälen, außer auf dem Telefon. Das ist irgendwie nicht so meins, aber das hat dann auch ganz gut gepasst, weil dadurch immer auch die Tools verwendet werden mussten, um mich zu erreichen, die sowieso ja auch eingeführt werden sollten und genutzt werden sollten, neu. Genau, also ein weiterer Punkt war dann auch das EasyWiki. Auch dazu komme ich nachher nochmal ein bisschen ausführlicher. Zu mir wurde damals gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte ein Wiki einführen, haben wirklich fast alle den Kopf geschüttelt und gesagt, du setzt da auf ein totes Pferd. Das war die Originalformulierung, weil es gab schon ein Wiki davor und das hat nicht funktioniert. Und das war für alle nur ein großer Pain und dementsprechend war da eine große Skepsis, jetzt das Ganze nochmal neu aufzurollen. Und ich habe mich aber nicht beirren lassen. Und mittlerweile haben wir ein sehr, sehr, sehr lebendiges, erfolgreiches Wiki. Es ist das Erste, was Menschen kennenlernen, wenn sie bei uns in die Stiftung kommen. Und das ist quasi ein geflügeltes Wort geworden. Hast du schon im Wiki geguckt? Bevor ich irgendeine Frage beantworte, ist das quasi mittlerweile bei fast allen Kolleginnen und Kollegen, die in irgendeiner Weise an irgendwelchen Auskunftsstellen sitzen, gerade im Querschnittsbereich, fragen die das eigentlich zuerst. Da gibt es ein Wiki, oder auch der Satz, da gibt es auch schon einen Artikel im Wiki. Hast du da schon mal geguckt? So. Wie wir das geschafft haben, gleich dazu noch vielleicht ein bisschen mehr oder zumindest meine Ideen dazu, warum das so funktioniert hat. Genau, wir haben sehr viel partizipativ gearbeitet. Wir sind ein Laden, der sich auch, wo wir manchmal denken, wir drehen uns auch viel um uns selbst. Also wir haben viele Runden, wo wir uns miteinander besprechen. Und ich weiß nicht, ob hier Leute in der Runde das auch kennen, dass man manchmal das Gefühl hat, also irgendwie dieser ganze Meeting-Kram so, das hält uns ja doch eigentlich nur auf. Wir müssen ja irgendwie mal vorankommen. Aber ich glaube, gerade bei solchen Projekten, auch in dem Fall ja auch doch ein sehr großes Projekt und ohne Umstellung auch in den Arbeitsweisen, da war das trotzdem einfach, konnte man das nicht überspringen. Das ist diese menschliche Komponente. Die Leute wollen auch mitmachen, wollen auch das Gefühl haben, sie werden irgendwie in ihren Bedarfen gesehen und gefragt. Und ihnen wird nicht einfach nur was überstülpt und jemand anderes hat irgendwie einen Plan davon, was das eigentliche Problem ist oder was zu tun ist. Wir hatten in dem Fall zum Beispiel eine Runde, die hießen die SharePoint Ranger. Das war eine Runde, die wir eben alle paar Wochen mal so ein bisschen als Sounding Board oder eben Resonanzgebende genutzt haben. Wir haben denen so ein paar Ideen präsentiert, die ersten Vorschläge und mit denen diskutiert, ob das
löst, ob das denn, ob das irgendwie gut ankommen würde. Auch manchmal Wordings, ne, zum Beispiel das Thema Sprache, englische Begriffe sind bei uns jetzt nicht, ja, nicht so beliebt, sage ich mal. Es sollte jetzt nicht zu viel Management-Sprech sein. Und das ist dann schon auch eine so eine Sache, wie gut wird sowas adaptiert oder angenommen. Und diese Sherpa und Ranger haben natürlich dann auch eine Multiplikatorenfunktion gehabt in den Teams. Also die haben natürlich dann so ein bisschen im Flurfunk auch reingetragen, so was kommt denn da, und haben eigentlich ein bisschen Neugier geweckt. Und die, also weil denen natürlich dann auch mal wieder darauf referenziert wurde, waren die dann schon auch so teilweise irgendwie stolz, dass sie da jetzt die Ranger sind, die da schon einen Blick haben auf was, auf die Zukunft quasi. Ja, und das war, glaube ich, schon auch ganz gut, dass wir das gemacht haben. Dann gab es eine sehr intensive Pionier- und Pilotphase. Also Pionierphase erstmal nur mit einem Team, das aber schon sehr viele der klassischen Herausforderungen enthalten hat. Ein überregionales, großes Team. Die haben allerdings auch in dem Moment erst gestartet. Das war quasi das Gute. Die hatten noch nicht eine Ordnerstruktur, die nicht mehr nachvollziehbar war, sondern wir haben irgendwie frisch anfangen können. Genau, und dann haben wir aber auch von denen natürlich gutes Feedback gekriegt. Wo hakt's? Was ist schwierig? Was muss mehr erklärt werden? Oder was müsste vielleicht auch ganz nochmal toolmäßig anders angeguckt werden? Also da sehen wir im Pionier- und Pilotbereich waren wir dann schon auf den SharePoint-Räumen, den Arbeitsräumen mit SharePoint und dem kollaborativen Arbeiten, also gemeinsam in Dokumenten arbeiten und so. Da waren wir dann schon an dem Punkt. Und dann gab es einen großen Kickoff bei einer Gesamtakademie. Da waren wirklich mal alle fast 400 Mitarbeitende zu dem Zeitpunkt gemeinsam an einem Ort für 2 Tage. Und dort haben wir dann eben quasi präsentiert, was jetzt als Intranet-Startseite kommt und was jetzt so in den nächsten Wochen an Einführungsschulungen kommt und was für einen Plan wir da haben, wann die Teams dran sind und was sie sozusagen zu erwarten haben. Genau, und da gab es dann eine Präsentation mit Infostand, wo man auch schon Profilfoto machen konnte und sich schon mal so ersten Einblick waschen konnte, wie das dann an den nächsten Tag aussah. Und dann haben wir eine Nebelaktion quasi gemacht, dass wir Mauspads haben drucken lassen mit der URL zum Intranet und eben so schön gestaltet mit dem Claim irgendwie auf zu neuen Welten. Und dann lag das bei jedem auf dem Arbeitsplatz, als sie morgens quasi nach dieser Akademie zurückgekommen sind an die Arbeit. Und dann waren es eben solche Dinge wie die. Bei EasyWiki ist das irgendwie ein schönes Beispiel. Da haben wir zu Beginn eine Schnitzeljagd gemacht, die vom Analogen ins Digitale geführt hat. Also in den Artikeln waren dann Tooltips versteckt, also so kleine, wenn man mit dem Maus über einen bestimmten Begriff gehovert ist, hat man einen Buchstaben gesehen und dann hat sich so nach und nach ein Lösungswort ergeben und man hatte immer wieder Zwischenfragen. Also es war auch relativ aufwendig in der Planung, aber es hat dann gut funktioniert. Und dann gab es tatsächlich eine Siegerehrung, die von unserem Geschäftsführer aus dem Serverraum durchgeführt wurde, virtuell. Und also da waren verschiedene Dinge dran, besonders einmal, dass der Geschäftsführer auch das so schön unterstützt hat und stand die ganze Zeit sehr hinter uns, der war wirklich auch sehr treibend in diesem Projekt und wichtig. Und dazu, dass er sich dann dafür auch in unseren Serverraum setzt, das war einfach auch ein gewisser Humor da wieder bei der Sache, ne? Das war uns auch immer die ganze Zeit wichtig, dass einfach auch ein bisschen Spaß rüberkommt, dass das nicht irgendwie alles nur anstrengend ist und Mehrarbeit oder so, sondern dass da echt auch, dass man auch Spaß damit haben kann. Und in der Stiftung, da wir ja so eben auch sehr strenge Fördermittel haben, zu Recht, und wir wollen ja auch, dass das alles bei den Kindern und Jugendlichen ankommt, gibt es natürlich bei uns nie jetzt irgendwelche großen Boni oder sowas. Und deswegen war da der Fakt, dass man da mal ein Geschenk gekriegt hat, also tatsächlich, dass es mal was gab, was man bekommen hat im Rahmen dieser Schnitzeljagd, das war dann schon auch, hatte glaube ich schon auch sowas Besonderes. Und dann haben wir das Wiki nach einem Jahr, nachdem wir das gestartet hatten, auch gefeiert. Da haben wir den ersten Geburtstag gefeiert und dann gab es Kuchen an allen Standorten und wir haben virtuell per Skype dann auch gemeinsam tatsächlich ein Geburtstagslied gesungen und dann gemeinsam Kuchen gegessen und so. Also das sind jetzt alles nur Beispiele, um zu zeigen, so was sind so Dinge, die wir versucht haben, um das Ganze nicht nur so trocken, hier sind die Qualifizierungsunterlagen, lest euch das durch und klickt euch durch, so, sondern es war immer ein bisschen mit mehr Kreativität und Spaß verbunden. Genau, und ich bin dann durch die gesamte Nation gereist, immer wieder an die Standorte, habe die Qualifizierungen gemacht und habe da eben sehr viel auch persönlich mit den Leuten im Gespräch geklärt, wenn es Fragen gab. Weil wir ja dann auch viele neue Kommunikationskanäle quasi hatten, haben wir dieses
Plakat gestaltet, gemeinsam mit unserer internen Kommunikation, so ein bisschen aller, welcher Typ bin ich, so kennt man so ein bisschen aus Frauenzeitschriften oder ähnlichen, um einfach ein bisschen zu zeigen, okay, es gibt jetzt so viele neue Kanäle, dass vielleicht ein bisschen Orientierung braucht, was nutzen wir eigentlich für was und wo sind die verbindlichen Informationen, wo ist eher so dieser informelle Austausch. Das hing dann in den Küchen und über dem Kopierer, also da, wo man immer ein bisschen mehr Zeit hat und rumsteht, dass man da sich so einfach ein bisschen mit dem Blick so drüber gehen kann. Das überarbeiten wir mittlerweile, weil das sich jetzt auch entwickelt hat. Das war jetzt ein bisschen ausführlicher. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu großer Exkurs weg vom ganz konkreten Wissensmanagement. Mir war das aber dennoch wichtig, weil das eigentlich auch ein bisschen zeigt, wie ich auch Wissensmanagement versuche, immer zu denken und zu implementieren, wenn ich irgendwelche Formate überlege, dass das dann immer ein gewisser Spaß dabei ist. Ich versuche, den Bedarf der Leute auch erstmal zu erfahren und das so im Miteinander zu machen. Und ich finde, dafür ist dieser Weg irgendwie ganz, ganz plastisch einfach. Ich habe so gesagt, ich mache heute 3 Foki für mich, genau unsere Themen. Das definitiv EasyWiki ist etwas, was wirklich eine Erfolgsgeschichte ist. Hier sieht man die Kuchen, die es da gab und das Konfetti, das es dazu auch gab. Und ich habe mal einfach aus Spaß so, ne, um zu gucken, okay, was passiert, wenn ich jetzt Wiki Spirit eingebe im Internet, und dann kam hier dieser schöne Comic-Hengst, der heißt Spirit, und ich fand aber irgendwie, dass der so eine Dynamik und so eine Freude ausgestrahlt hat, dass mir das irgendwie gute Laune gemacht hat und das für mich da gut reingepasst hat. Mit so einer Energie gehe ich da im Prinzip auch ran und versuche das auch immer weiterzugeben. Und natürlich so die typischen Sachen, wenn es ums Wissensmanagement geht, noch mitzugeben. Ne? Also dass eben, wenn man Wissen teilt, dann wird es einfach mehr und nicht weniger. Also man verliert da nichts, sondern man kann da eigentlich nur gewinnen. Und dass es wirklich auch eine Kulturfrage ist, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, eine Haltung dazu, wie gehen wir mit unserem Wissen um? Ist das was Individuelles oder sehe ich, dass das eigentlich ein Wir ist und das Wissen nur gemeinsam auch entsteht und ich sehr viel profitiere von dem Wissen anderer und dass es deswegen auch wichtig ist, dass man Sachen auch wieder weitergibt. Aber das ist, mein Gefühl ist, dass das auch eine stete Arbeit ist. Also dadurch, dass ja, wie gesagt, auch immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen kommen, muss man da eigentlich immer dranbleiben. Das Wiki hat dann so gut funktioniert, dass wir natürlich auch überlegt haben, okay, wie könnten wir es auch noch anders darstellen, und haben einen Wissenskompass entwickelt, der einfach nochmal die Möglichkeit gibt, wenn man jetzt nicht einen bestimmten Suchbegriff hat schon und genau weiß, nach was man sucht, dass man sich vielleicht auch ein bisschen anders innerhalb unserer Wissenslandschaft navigieren kann. Und dieser Wissenskompass bietet eben ein bisschen die Möglichkeit, benachbartes Wissen auch zu entdecken. Und dafür war auch viel Strukturierung und Denkarbeit vorher nötig. Wie sind denn überhaupt unsere Wissensbereiche? Wie könnten wir sowas überhaupt so strukturieren, dass es für andere nachvollziehbar und logisch ist und irgendwie dann auch diesen Bedarf deckt, wenn jemand auf der Suche ist? Das sind halt alles Begriffe, die dann verlinkt sind und auch noch, geht teilweise noch weiter runter in die Armstruktur. Und dann gibt es eben die Verlinkung aufs Wiki oder auf verschiedene Sherpa- und Arbeitsräume von den Teams oder auf eine Jammer-Gruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt und austauscht. Oder natürlich auch auf Formulare, Vorlagen, gerade wenn es um interne Prozesse geht. Zum Wissenskompass muss ich allerdings sagen, dass es vergleichsweise nicht diesen Nutzungsintensität hat wie das Wiki. Also das Wiki scheint, also meine Erklärung ist, das Wiki scheint so gut zu funktionieren für alle, dass es eigentlich nicht mehr diesen Schmerz gibt, dass man noch einen anderen Weg braucht, um an das Wissen ranzukommen. Genau, also das ist meine persönliche Erklärung. Vielleicht hat ja noch jemand anderes nachher noch eine Idee oder einen Kommentar dazu. Ich weiß, dass es für Leute, die neu anfangen, trotzdem auch immer wieder hilfreich ist, weil es eben so eine schöne Übersicht gibt und eben nicht nur diese mehreren hundert Wiki-Artikel, die einen quasi auch ein bisschen erschlagen können, wenn man das erste Mal konfrontiert ist. Sozusagen, ich möchte ja nicht nur eine Success-Story beschreiben, sondern auch meine Herausforderungen. Und ich würde sagen, der Wissenskompass war sowas, wo wir doch vergleichsweise viel Arbeit reingesteckt haben und am Ende nicht das Gleiche erreicht haben. Also, dass das wirklich jemandem so viel Mehrwert gegeben hat, dass, also oder vielen Leuten so viel Mehrwert gegeben hat, dass wir denken, okay, das ist voll der Check.
Ne? Ich habe das auch schon mit einer Kollegin, mit der Annette Hexelschneider, mal durchdiskutiert, ob irgendwas an unserem Wissenskompass vielleicht noch fehlt oder nicht sinnvoll genug aufgebaut ist, weil die ist da auch eine Expertin auf diesem Bereich. Aber die konnte gar nicht wirklich viel kritisieren. Also deswegen, das war so ein bisschen der Grund, warum ich einfach denke, dass wir das durch alle anderen Formate und Tools und das EasyWiki eben schon relativ gut abgedeckt haben, diesen Bedarf, wenn ich was suche, dass ich dann auch fündig werde. Was wir eben heutzutage haben, nach jetzt 5 Jahren von meiner Tätigkeit in der Stiftung, wir haben einen ziemlich bunten Strauß an Formaten und Tools, die wir verwenden. Wie gesagt, die ganze Office-365-Palette. Das heißt, ich habe Wissensmanagement immer auch technisch unterstützt gesehen. Wie ich vorhin schon mal meinte, ist es für mich trotzdem nicht also Wissensmanagement steckt nicht in Tools oder ist nicht über Tools gelöst, sondern es ist immer auch, wie man diese Tools benutzt, wie man sich einigt, genau, was man dort alles macht und wie man es macht. Insofern, also eine SharePoint-Dateiablage ist auch nicht besser als eine Server-Dateiablage, wenn man sich nicht vorher Gedanken dazu macht, wie man die strukturiert und da vielleicht auch eine gewisse Einheitlichkeit schafft und sich da auch immer wieder darüber verständigt, ob das für alle nachvollziehbar ist. Ich erlebe aber tatsächlich auch natürlich gewisse Überforderungen immer wieder. Es kamen immer wieder auch mal so Formulierungen wie, es sind irgendwie zu viele Kanäle und das ist so eine Flut von Informationen. Ich kann das gar nicht, wenn ich nebenher noch arbeiten möchte, das alles so verpacken. Also das ist was, wo ich sagen würde, das ist auch noch eben eine stete Herausforderung und wo ich auch immer wieder gucken muss, okay, können wir das irgendwie einfacher gestalten? Können wir noch mehr Klarheit schaffen in den Wegen? Oder ist das... Manchmal denke ich auch, es ist eine gewisse Komplexität der Welt, die wir einfach auch mit abbilden müssen und auch ein bisschen aushalten müssen. Aber das fände ich jetzt auch spannend, vielleicht nachher nochmal zu hören, was ihr so meint. Genau, weil das ist sowas, wo ich natürlich immer mit mir so ein bisschen im Diskurs bin, das auch nicht so ganz gelöst bekomme. Ein zweiter Aspekt, den ich gerne einmal noch hervorheben wollte, waren unsere Lessons Learned Runden, auch ein klassisches Wissensmanagement-Format. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt. Ich würde mir wünschen, dass die Lessons noch häufiger auch schon im Programmverlauf stattfinden. Mir ist klar, dass die Kolleginnen und Kollegen total viel Arbeit haben. Die sind ja sozusagen dabei, das Programm zu gestalten. Da wollen sie natürlich nicht die ganze Zeit innehalten, sondern da muss es irgendwie vorangehen. Aber ich denke eben, dass es ganz viel Gewinn bringen kann, auch für einen selbst mal zu gucken, okay, an welchem Punkt sind wir jetzt? Welche Herausforderungen hatten wir? Welche haben wir auch schon gemeistert? Das ist ja auch immer auch irgendwie befriedigend, das zu wissen und aber auch zu sehen, okay, wo hakt es noch und wie gehen wir damit um? Das hier ist ein schönes Beispiel für einer Lessons. Da haben die Kolleginnen und Kollegen sich wirklich wahnsinnig viel Mühe gemacht. Das ist nicht immer so aufwendig gestaltet, aber das war trotzdem einfach ein sehr schönes Beispiel dafür, wie sich unser Lessons-Format auch positiv entwickelt hat. Die haben vorher eine Abfrage gemacht in der Gesamtstiftung, was die Leute interessiert und haben das eben auch thematisch so eingeordnet als eben ein Menü und man durfte sich quasi so ein bisschen eine Menüfolge aussuchen, welche Themen sind besonders relevant und so, dass sie sozusagen nicht einfach an den Kolleginnen und Kollegen vorbei ihre Lessons machen, sondern mit ihnen auch da gestalten. Also, dass die Kolleginnen und Kollegen der gesamten Stiftung quasi abstimmen konnten, für uns wäre jetzt das besonders relevant. Und danach haben die dann ihre Inhalte der Lessons auch ausgerichtet und durchgeführt. Und das war in vielerlei Hinsicht total schön eben. Es war mehr im Miteinander, es war für die Kollegen, die das organisiert haben, irgendwie eine gute Rückmeldung, dass sie wussten, okay, wir machen das nicht nur so ins Blaue und für uns, sondern wir haben da wirklich ganz konkrete Bedarfe auch gegenüber, die wir damit irgendwie ja füllen können. Und das hat einfach auch allen so ein bisschen Spaß gemacht, ne? Also das ist ja auch irgendwie eine nette Idee. Ich habe das jetzt nur als Beispiel, man kann ja vielleicht ein bisschen reinlesen, weil das einfach auch so, genau, so liebevoll gemacht war, auch im Detail, dass das, genau, finde ich, schade wäre, wenn man so ein schönes Beispiel nicht ab und zu mal wieder rausholt und zeigt. Aber genau, also bei den Lessons ist es so, dass es einerseits voll vorangegangen ist. Also als ich gekommen bin, gab es das Format zwar schon, allerdings hat es eher so stattgefunden im Sinne einer Erfolgsbilanz. Würde ich das jetzt mal nennen. Also es war sehr stark orientiert, es war meistens mit Einladungsmanagement, das heißt, war nicht offen eingeladen, sondern es wurden ganz spezifische Leute angesprochen, bestimmte Runden und es war ganz wichtig, dass die Geschäftsführung dabei ist und auch noch einige Vertretungen aus dem Top-Management und es war da ging dann sehr viel darum, sozusagen zu präsentieren, was man alles geschafft hat. Aus meiner Sicht ist das jetzt nicht eine klassische Lessons. Ich würde sagen, Lessons soll sich auch sehr viel um eine gesunde Fehlerkultur drehen, weil ich auch
die Erfahrung gemacht habe und das auch so aus dem Business Management kenne, dass man sehr gut über Fehler lernt. Ne? Also wenn jemand einem plastisch erklärt, womit er konfrontiert war und wie schwierig das war, dann kann man da auch viel mehr sich mit verbinden und Anknüpfungspunkte finden. Wenn jemand einfach nur jetzt erklärt, so wie ich jetzt vorhin irgendwie da groß erzählt habe, wie erfolgreich wir mit bestimmten Aspekten waren, dann ist das zwar schön zu hören, aber es ist halt, heißt noch nicht, dass man für einen selber da jetzt irgendwie eine Lehre draus ziehen kann oder irgendein To-Do oder irgendeine Art, okay, ja, ach so, da hat das, ah, ja genau, das Problem haben wir auch, ach so und so haben die das gelöst. Also das ist einfach eine ganz andere Art zu lernen. Meiner Meinung nach auch viel, viel intensiver oder man kann da einfach viel mehr anknüpfen. Und wir haben es geschafft, dass die Lessons sich ein bisschen mehr dahin entwickelt haben. Und wir haben tatsächlich auch eine Vorlage gestaltet, wo dann auch schon das so formuliert war, okay, was war das Problem? Habt ihr es gelöst? Wenn ja, wie? Was waren die Herausforderungen spezifisch? Und was könnt ihr anderen mitgeben? Und dass sozusagen mit diesen Fragen schon auch ein Reflexionsprozess da war, dass sich nicht der Fokus darum dreht, so, okay, was präsentieren wir jetzt an, was wir geschafft haben, sondern auch, was können wir euch mitgeben? Wo hatten wir echt auch zu kämpfen? Und so, wie haben wir das gelöst, dass es eher so auf diesem Fokus war oder ist. Also da, auch da, ne, das ist auch ein steter Weiterkampf. So ist, ich immer wenn es um die Lessons geht, betone ich erstens, sie sollen es regelmäßiger machen, sie sollen jeden Anlass für ein Review oder so nutzen und vielleicht dann schon die Lessons quasi, wir haben jetzt so eine Art Lessons-Logbuch mit zwei größeren Programmen auch entwickelt, wo die quasi innerhalb ihres Programmverlaufs auch im Jofix zu einem festen Zeitpunkt immer mal wieder dieses Thema hochholen. Was haben wir denn gerade für Lessons? Und dann werden die in das Lessons-Logbuch eingetragen. Und dann sammelt sich sozusagen mit der Zeit das auch, dass sie dann nicht am Ende des Programms oder zu dem Zeitpunkt der richtigen offenen Lessons für alle dann erstmal sich überlegen müssen, oh Gott, was haben wir denn für Lessons? Jetzt müssen wir schnell Lessons sammeln, sondern sie haben den Pool an Lessons und mal gucken, ob das sich so ausgeht, wie ich mir das wünschen würde, aber es ist auf jeden Fall schon deutlich weiter auf dem Weg. Und diese Vorlage hat, glaube ich, auch noch was dazu beigetragen, dass es erstmal ein bisschen einheitlicher war, aber dass es eben auch ein bisschen wegkam von dieser Erfolgsdarstellung. Und ich habe auch viel daran gerüttelt, dass man keine Einladungspolicy hat, sondern dass man einfach offen einlädt und die Leute selber entscheiden lässt, ob es für sie relevant ist und interessant ist. Und auch da niemanden ausschließt, sondern wer weiß, ne, welche auch vielleicht studentische Mitarbeiterin da total viel mitnehmen kann. Für oft bleiben auch Leute ja bei uns über Jahre hinweg und sind am Anfang Studenten und sind dann später Mitarbeitende und haben da vielleicht dann total viel aus so einer Lessons schon mitnehmen können. Also und dass man eben wegkommt von dem, dass da die Leitungen unbedingt immer dabei sein müssen. Oft waren in diesen Lessons auch die Leute alle drin, die das Programm sowieso schon in- und auswendig kannten und von Anfang an mit begleitet haben. Und ich habe gesagt, aber da soll doch Wissen transferiert werden an Menschen, die vielleicht das alles noch gar nicht wissen. Genau, also das sind so Punkte, an denen ich da viel gearbeitet habe. Auch da wieder, ne, ist auch ein bisschen eine Einstellungs- und Haltungsfrage, dieses offene Einladen, alle mit an den Tisch nehmen und den Leuten die Entscheidung selber überlassen, was für sie relevant sein könnte. Was aber auch geholfen hat, ist, dass wir sagen, wir machen immer Zeiten, also die Teams sollen Zeiten angeben, von wann bis wann welches Thema dran ist, sodass die Kolleginnen und Kollegen sich auch nicht unbedingt komplette 2 Stunden oder so wegblocken müssen, sondern nur dann für eine halbe Stunde für ein bestimmtes Thema sich reinschalten und ist einfach auch ein bisschen effizienter als in großen Runden für mehrere Stunden da zusammenzusitzen. Genau, und dann noch unser Story Lunch, der liegt mir auch sehr am Herzen. Das Pasta Basta heißt der. Der findet ungefähr alle 2 Wochen statt und hat sich auch weiterentwickelt. Also als ich den quasi übernommen habe, den gab es auch schon in den ersten Zügen, hatte der sich schon etabliert, war damals ein analoges Format vor Ort in Berlin, also sehr geschäftsstellenzentriert, was auch für mich als Wissensmanagerin einfach so die grundsätzliche immer Aufgabe war, okay, irgendwie muss ich das Wissen aber dezentral auch verteilen und für andere verfügbar machen. Genau, aber damals war es ein analoges Format und da habe ich dann auch immer gekocht. Tatsächlich, da gab es dann Pasta mit Pesto für 50 Cent, gab es nur eine offene Kasse, wo die Leute einfach reingeschmissen haben und konnten sich dann Schüssel nehmen, auf den Boden, auf ein Kissen, auf irgendwas setzen und genau, und dann gab es immer eine Person oder ein Team, die einfach über ihre Arbeit oder über irgendwas Bestimmtes erzählt haben, sodass man einfach mal ein bisschen quasi über den eigenen Tellerrand des Programms oder des Projekts hinaus geguckt hat, was machen denn eigentlich die anderen so? Und es war eben eine sehr entspannte Atmosphäre, oder ist es immer noch, und ist mir auch ganz wichtig. Und
also ich glaube, dass das total viel auch für so eine bestimmte Art des Miteinanders bewirkt hat. Und bis heute ist das ein ganz beliebtes Format. Es ist mittlerweile ausgebaut. Wir haben jetzt ein Format, das heißt Outside the Box, wo wir sehr, sehr, sehr regelmäßig andere, also Externe quasi einladen, dass sie ein bisschen erzählen von ihrer Arbeit. Und gerade jetzt in dieser Zeit mit Corona sind wir absolut virtuell geworden natürlich. Und jetzt sind auch alle regionalen Standorte mit dabei. Das heißt, zwischendurch sind manchmal zwischen 10 oder aber auch 60, 70 Leuten in diesem Mittagsslot von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Und die Leute sitzen dann tatsächlich da, haben dann mal ihre eigene Schüssel mit Pasta und oder auch was anderes. Und genau, und lauschen dann unter anderem eben auch Leuten aus unserem Netzwerk, im externen Netzwerk und aber auch immer wieder natürlich internen Geschichtenerzählern. Also wir hatten Reiseberichte aus Kuba oder aus, wie ein Kollege war mal in einem Flüchtlingscamp in Griechenland und hat davon berichtet. Dann gibt es natürlich Projektberichte von irgendwelchen Preisverleihungen, wie die abgelaufen sind und was da vielleicht auch für Schwierigkeiten oder Failings passiert sind im Hintergrund. Also das ist wirklich ein ganz offenes Format. Auch da bin ich immer super offen mit den Themen oder so. Es gibt eigentlich kein Thema, das ich da nicht mit reinnehmen würde. Neulich hatten wir jemand vom CO, also von dem Museum da, der ein bisschen erzählt hat, wie das entstanden ist überhaupt, wie es CO nach Berlin kam und wie sie so Ausstellungen gestalten, aber natürlich auch, wie es jetzt in dieser aktuellen Zeit so ist, so ein Museum zu versuchen zu leiten. Wir hatten schon eine Lesung und. Also es ist, genau, es ist ein sehr offenes Format und es ist sozusagen jetzt nicht so ein klassisch gesteuertes Wissen. Aber ich glaube, dass es auch die Beliebtheit dieses Formats zeigt eben, dass das ganz viel kulturellen Aspekt auch hat. Und es ergeben sich ja dann halt doch immer wieder irgendwelche Anknüpfungspunkte und Vernetzungsmöglichkeiten. Das ist dann eben nicht mit so einer, das ist nicht die Agenda so, sondern erstmal geht es darum, man kann was dazulernen, man kann sich irgendwie den Horizont erweitern und einfach auch eine gute Zeit haben mit Kolleginnen und Kollegen. Genau, und das ist nicht alles immer nur auf Effizienz oder so getrimmt. Genau, also das waren so meine drei zentralen Sachen, die ich gerne mal erzählt haben wollte. Ich habe hier nochmal so ein bisschen die Schlüsselfaktoren aus meiner Perspektive rausgenommen, die ich da sehe. Zeit bezieht sich vor allem darauf, wie viel Zeit wir uns nehmen konnten für bestimmte Implementierungsvorgänge. Na, Menschen, das ist was, was ich eben sehr stark lebe, dass ich das Gefühl habe, ich will einfach da sein für meine Kolleginnen und Kollegen und die unterstützen und denen zeigen, okay, ich versuche irgendwie alles auch mit den Tools, die wir haben, dass ihr gut arbeiten könnt. Das Beteiligen ist tatsächlich auch meiner Meinung nach totaler Aspekt. Und ein Quick Win war zum Beispiel im Wiki, dass Formulare so auffindbar waren, dass alle das sich also nicht erstmal irgendwo im Server rumsuchen mussten. Also solche Sachen, ne, dass das Wiki jetzt sofort einen Mehrwert gebracht hat, weil da einfach Dinge auffindbar waren, die vorher immer lange gesucht werden mussten und auch gerade das aktuellste Format oder aktuellste Formular. Genau, nicht in irgendeine Kopie, die irgendwo abgelegt wurde. Ja, klar, wir brauchen auch die Leitungsebene. Also es ist total wichtig und wir haben da einfach eine super Geschäftsführung, die uns da immer den Rücken frei gehalten hat und auch die gerade das Thema Wissensmanagement auch total gesetzt hat am Anfang. Als ich dort angefangen habe, war das sehr wichtig und das ist mittlerweile auch ein geflügeltes Wort. Also alle sprechen über Wissensmanagement, als wäre es völlig selbstverständlich. Das war natürlich auch nicht immer so. Aber das darf sich auch nicht so verselbstständigen, dass es nur noch ein Wort ist und alle denken, ja, wir machen das ja, sondern das ist, wie gesagt, muss man immer auch am Leben behalten oder erhalten. Und da bin ich immer stets am Besuchen und gucken, wie man das gut machen kann. Genau, und das ist definitiv keine Toolfrage. Also ich muss mich wahnsinnig oft mit Toolfragen beschäftigen. Die Leute wollen immer auch neue Tools, schlagen neue Tools vor. Jetzt gerade hier dieses Jahr, das werden sich ja manche auch so gehabt haben, ist es einfach so, dass man die ganze Zeit neue Tools kennenlernt oder von neuen Tools hört und dann denkt, das klappt dann super und das ist dann die Lösung für alles. Und da bin ich immer sehr viel dabei zu sagen, alle Tools haben ihre Vor- und Nachteile und am Ende geht es darum, wie man sie nutzt und wie man da gemeinsam das gestaltet. Ungelöst, das fand ich wichtig, dass das eben nochmal rauskommt. Es gibt Dinge, die ich noch nicht gelöst habe und die auch weiterhin eine Herausforderung sind. Das sind diese Wissensübergaben ganz arg, das Expert-Debriefing. Ich habe mich da eingelesen. Ich habe bei MOOC Sachen angeguckt, wie das gemacht wird. Ich kenne die Wissensstaffette und alles. Wir haben da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Wiki. Wir haben eine Vorlage gemacht.
Aber ich habe keinerlei Mandat, irgendwie den Leuten das so aufzuoktroyieren. Und es findet einfach viel zu, es gibt viel zu viel Fluktuation, es sind viele junge Leute, die kommen und gehen. Irgendwie kriegen wir das so nicht etabliert. Und ich bin da sozusagen total angewiesen auf die Freiwilligkeit. Und es gibt natürlich die Kollegen, die das von sich aus machen, die gucken ins Wiki, die nehmen die Vorlage, die sprechen mit mir einen Termin ab, die besprechen sich mit ihrer Leitungskraft und das ist ein wunderbarer Prozess. Und dann ist das aber halt irgendwie vom Prozentual wirklich der kleinste Teil der Mitarbeitenden. Ist nicht gelöst. Dieses Thema Motivation und Haltung, natürlich begegnen mir auch Kolleginnen und Kollegen, die sich damit schwerer tun, wo ich dann sowas höre wie, ja, da waren Leute in meinem Dokument und das war noch nicht fertig und so. Und ich denke mir, was ist überhaupt mein Dokument? und dazu auch noch, und wie das war noch nicht fertig. Also ich meine, das ist doch, also wir sind doch hier in einem Prozess, in einem gemeinsamen. So, und da muss ich dann schon auch immer wieder gucken, wie ich das mit Geduld und auch Empathie darauf reagiere und nicht mit, also wie kann man nur sowas sagen, ne? Und ich meine, natürlich innerlich bin ich dann schon herausgefordert, weil ich so eine andere Haltung dazu habe. Aber das kommt ja irgendwo her, ne? Da muss man natürlich schon auch mit sich überlegen, okay, die Person hat halt ihren Weg und ihre Gedanken und das ist deswegen nicht böse gemeint, so. Es hat vielleicht auch viel mit Unsicherheit zu tun und solchen Sachen, aber es ist, finde ich, immer wieder auch eine Herausforderung für mich, wenn ich solchen Formulierungen begegne, sage ich mal. Genau, und unser finanzieller Rahmen ist natürlich auch immer wieder so eine Sache. Wie gesagt, wir müssen ja auch echt gucken, dass so viel wie, also dass der Großteil des Geldes sowieso einfach in unsere Projekte fließt. Das heißt, alles, was Wissensmanagement bedeutet, ist on top. Klassisches On-Top-Thema und muss man immer gut argumentieren und zeigen, was das für die Projektarbeit auch vielleicht ein Effizienzgewinn ist oder so. Und da ist auf jeden Fall nicht so schnell so viel finanziert. Deswegen bin ich ja auch weiterhin alleine quasi mit diesem Thema Wissensmanagement in der Stiftung und habe da jetzt nicht irgendwie ein Team, mit dem ich da immer wieder brainstormen kann, was können wir jetzt als nächstes angehen und wie können wir es umsetzen oder so. Genau, und Tools und Technik ist einfach ein wiederkehrendes Motiv. Jetzt habe ich viel zu lange gesprochen. Gabriele hat mich nicht unterbrochen. Clara, tatsächlich hatten Dirk und ich ein bisschen gechattet, als wir gemerkt haben, ho, ho, ho. Aber wir waren uns dann ganz schnell einig, wir lassen dich reden, weil es war so interessant und so lebensnah einfach. Aber es sind tatsächlich auch schon ganz schön viele Fragen aufgelaufen im Chat. Okay. Da bin ich froh, ich hatte schon Angst, ich habe mein Publikum schon längst irgendwo hinter mir gelassen und alle sind irgendwie eingeschlafen oder ich weiß nicht. Nein, überhaupt nicht. Also okay. Der Chat ist nicht nur jetzt voller Fragen, sondern auch Kommentaren. Anna, du hast, glaube ich, gleich zwei Fragen. Ich mache einfach mal von oben runter. Anna, magst du deine beiden Fragen einfach selber stellen? Ja, gerne. Ich glaube, eine Frage war zum einen mal sozusagen ganz technisch, wo ist deine Stelle denn, in welche Abteilung ist die denn angesiedelt? Spannend, im Organigramm. Und dann sozusagen damit verbunden die Frage, wie sieht denn die Kooperation mit der IT-Abteilung aus? Also du hattest ja doch auch das Thema Tools einführen und ja, da einfach die Frage, wer hatte eigentlich welches Mandat bei euch oder wie ist das entstanden? Super wichtiger Punkt. Also genau, ich bin, als ich damals kam, bin ich in die Abteilung, die damals neu gegründet war, Abteilung für Entwicklung und Evaluation eingestiegen als Wissensmanagerin. Und da habe ich dort auch gearbeitet und wir haben auch unsere Themen da total gut voranbringen können. Es war auch ein sehr großes Anliegen der Geschäftsführerin zu dem Zeitpunkt, weil wirklich das Thema so Wissenssilos irgendwie schon irgendwo da war. Und genau, und dann war es aber so, dass jetzt wieder mal die Organisation sich weiterentwickelt hat und ich bin jetzt mit diesem Thema und auch natürlich mit meiner ganzen Digitalisierungserfahrung in die Abteilung zentrale Aufgaben quasi gerutscht. Und Mandat ist immer ein gutes Stichwort. Also ist es für alle klar, dass ich das Wissensmanagement sozusagen, dass ich dafür zuständig bin. Aber ich würde sagen, es hat jetzt momentan ein bisschen ein Mandat wiederum verloren, weil es eben nicht mehr ganz so durch so eine eigene Abteilung so mit abgedeckt ist. Also ich bin tatsächlich auch gerade so ein bisschen an diesem Punkt, dass ich so überlege, ich muss das echt jetzt gut im Blick behalten, dass das Thema nicht runterrutscht, weil ich halt auch neugierig, wie ich bin, viele andere Themen noch auf dem Tisch habe. Ich bin unter anderem in der Projektleitung für kompetenzorientierte Personalentwicklung, die wir jetzt einführen. Und da muss ich halt auch immer ein bisschen changieren oder auch jonglieren, wie ich diese Themen, die mir alle
gleichermaßen am Herzen liegen, dass ich dann das Wissensmanagement jetzt nicht aus dem Blick verliere und da auch irgendwie wieder Mitstreiter finde, auch auf der Geschäftsleitungsebene. So, das ist tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung im Moment. Also da, also zu Beginn meiner Tätigkeit war das ganz klar und das wurde dann auch ziemlich stark. Aber jetzt hat sich da eben organisationsstrukturell wieder Sachen verändert und jetzt weiß ich, dass ich jetzt momentan mir quasi wieder so ein bisschen Buddies auch suchen muss und Verbündete, die dieses Thema auch in der Leitungsebene halten und immer wieder mit reinbringen. Weil ich da nicht, also ich bin sehr stark im Austausch mit den Geschäftsleitungen und der Geschäftsführung, aber mit unterschiedlichen Themen und da braucht es schon mehr als eine Person, dass das irgendwie auf dem Schirm bleibt. Ich weiß nicht, ob ich die Frage schon vollständig beantwortet habe. Vielleicht musst du noch mal nachfragen, wenn ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Nee, ich glaube, ich muss mir einfach noch mal vielleicht auch euer Organigramm angucken, um sozusagen das strukturell zu verstehen, wie das angesiedelt ist. Ich finde es immer ganz spannend. Ja, also es ist wie gesagt momentan so, dass wir jetzt zentrale Aufgaben als relativ neue Abteilung haben, die sehr viel vereint. Da sind die ganzen Querschnitte drin mit Buchhaltung, Controlling, Personalmanagement, Personalentwicklung und eben auch das sogenannte Team Business Intelligence, zu dem ich dann jetzt auch gehöre. Und das Wissensmanagement habe ich quasi so ein bisschen als Thema oder als, wir nennen das immer Hüte, ne, als Hut mit in dieses neue Team gebracht. Aber es wirkt jetzt quasi nicht mehr so, dass es gibt jetzt nicht mehr offiziell die Stelle für Wissensmanagement. Und das ist eben auch ein bisschen die Gefahr da dran. Also das, was eine Gefahr ist, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber da, genau der Punkt, warum ich gerade so betone, wie achtsam ich da damit bin oder versuche zu sein, dass das eben nicht dadurch, nur weil es im Organigramm nicht mehr so prominent steht, auch irgendwie thematisch und in der Umsetzung runterfällt oder so. Ja, super, danke. Vielleicht ganz kurz noch die zweite Frage, bezog sich auf das Wiki, was du vorgestellt hast. Da, ich weiß jetzt nicht, ob du das gesagt hast und ich es verpasst habe, aber wie wird das denn bei euch inhaltlich befüllt? Also ist es dezentral organisiert oder gibt es eine zentrale Stelle, bei der die Verantwortung dafür liegt? Naja, ich meine, ich nenne mich immer so ein bisschen spaßeshalber und so nennen mich mittlerweile auch viele, so wissen die Finder, wissen die Gärtnerin. Ich glaube, dieses Bild haben wir tatsächlich auch von Gabriele, also der Wissensgarten. Kann das sein, Gabriele? Ja, genau, der Wissensgarten hat damals Einzug genommen in unser Team und dieses Bild des Wissensgärtners habe ich dann quasi ins Wiki mitgetragen und bin da jetzt ein bisschen bekannt als die Wiki-Gärtnerin. Das heißt aber nicht, es gibt keine Freigabemodi, ne? Also es ist ein wirkliches Wiki und das war mir auch ein Anliegen und ich glaube auch, dass das schon noch ein zentraler Punkt ist. Jeder darf alles bearbeiten und jeder darf Artikel erstellen. Da gibt es auch niemanden, der einem da auf die Finger haut. Man darf sich auch ausprobieren. Und dann haben wir einen Workflow gebaut, dass man einmal im Jahr daran erinnert wird, also die Ansprechperson, die dort eingetragen wurde. Es muss immer eine Ansprechperson eingetragen werden. Und die wird dann einmal im Jahr via Mail erinnert, dass man den Artikel doch nochmal anschauen sollte, ob da noch alles aktuell ist und so. Weil es gibt ja auch nichts Schlimmeres als ein Wiki, wo lauter sozusagen totes Wissen ist oder Dinge, die nicht mehr aktuell sind. Ja, also das Wiki ist für alle jederzeit, also es liegt auch im SharePoint, das ist ein SharePoint-Wiki, das wir ein bisschen aufgepimpt haben mit so kleineren Anpassungen programmiertechnisch. Also dass es ein Inhaltsverzeichnis gibt von dem Artikel und so, das gab es jetzt nicht bei aus der Box. Genau, aber also diese verschiedenen Aspekte haben wir dann so ein bisschen optimiert und ansonsten ist es ein freies Wiki und ich motiviere immer alle, selbst im Onboarding-Prozess mache ich schon mit den Einführungstagen mit den neuen Kolleginnen und Kollegen so eine Art Klick-Test. Ich sage immer, um diese Klickphobie zu überwinden, einmal auf Bearbeiten zu klicken, einmal auf einen Artikel erstellen, dass jeder mal einen Testartikel auch erstellt hat, schon zu Beginn seiner Tätigkeit in der Stiftung, damit später da quasi so die Hürde da, das einmal auszuprobieren, auch nicht mehr so da ist. Das ist meine Hoffnung dabei. Und also vielleicht kannst du das ganz, ganz kurz beantworten, nur nochmal die Rückfrage und jetzt sozusagen verbindliche Prozesse oder Vorschriften oder sozusagen, liegt auch im Wiki, in einem geschützten? Nee, also witzig, ich versuche es kurz, aber es ist immer so mit einer Geschichte verbunden bei mir. Also ich hatte erst wirklich vor ein paar Monaten eine Runde mit dem Personalmanagement, weil ja, auch alle verbindlichen Prozesse sind geschildert im Wiki. Und das ist natürlich auch einer unserer ersten Inhalte gewesen. Ne? Alle verbindlichen Prozesse das war unser erster Inhalt im Wiki. Aber ich kämpfe auch mit dem Personalmanagement darum und ich habe mich da durchgesetzt, aber es war schon wirklich eine richtig lebendige Debatte, da ich gesagt habe, okay, nee, also wenn ihr wollt, dass diese Artikel geschützt werden und geschlossen werden, dann sind die nicht richtig im Wiki. Dann haben die auch ihre Berechtigung, das ist absolut, ich verstehe den Impuls, aber dann sind sie nicht im Wiki, weil das Wiki ist ein offenes Wiki und das ist das Einzige, wie ein Wiki leben kann.
Und da bin ich immer sehr hart. Aber gleichzeitig sage ich auch, ich erlebe nicht, dass irgendjemand etwas verändert an so einem Artikel, wenn da verbindliches Wissen drin steckt. Das macht niemand. Warum auch? Also wenn, dann wird irendwas ergänzt, aber selbst das passiert nicht. Und im SharePoint hat man ja auch einen Versionsnachvollzug. Also du kannst jederzeit nachgucken, wer irgendwas verändert hat und zu welchem Zeitpunkt und welches Wort und welches Komma. Und aber diese Sorge auch immer, dass da was, dass dann irgendwie da jemand was nicht Richtiges oder so rein, also genau, das konnte ich den Leuten halt nehmen, würde ich sagen. Also oder den Zahn habe ich ihnen immer wieder gezogen. Und genau, da werde ich dann immer, da werde ich dann wirklich sehr energisch und merkt man mir die Leidenschaft, glaube ich, fürs Thema an, wenn ich über das Wiki, mit dem Wiki, über das Wiki diskutieren soll, wenn es darum geht, irgendwie Sachen zu schützen. Weil ich finde immer, es gibt da keine Notwendigkeit zu schützen. Wir sind im Miteinander, wir arbeiten alle zusammen, wir wollen das Beste. Und super, danke. Ich habe es kurz versucht, sorry. Viel kürzer ging nicht. Ich glaube, muss es jetzt einfangen. Ja, danke auch für die Fragen, Anna. Dadurch wurde auch eine Frage von Kamaya schon beantwortet. Die musste leider weg, hatte aber genau auch die Frage, ist deine Stelle unbefristet und wie habt ihr das Ganze überhaupt eingeführt? Und Tanja, ich glaube, deine Frage hat Clara auch schon in einem Nebensatz beantwortet, ob das Wiki das SharePoint-Wiki ist, Tanja, oder? Das war deine Frage. Nein, ich wollte wegen dem Wissenskompass ich fragen, ob ihr da, das hat ja nach Mindmapping ausgesehen. Ja, genau. Und SharePoint hat ja verschiedene Apps. Habt ihr dafür eine SharePoint-App benutzt? Nee, wir haben den Mind Manager, also ein extra Tool erstmal benutzt, allerdings, weil der die Einbindungsmöglichkeit gegeben hat mit dem SharePoint. Also weil man dort eben SharePoint-Verlinkungen setzen konnte und ich konnte wiederum diese Map konnte ich im SharePoint so einbinden, dass es anklickbar ist. Also wir haben quasi bei der Auswahl des Mapping-Tools darauf geachtet, dass das sich da gut einbinden oder einhängen lässt. Dankeschön. Ja, klar. Und ja, meine Stelle ist unbefristet mittlerweile. Also war nicht immer so, aber mittlerweile sehen Sie mich als, wollen Sie nicht mehr auf mich verzichten. Aber es waren jetzt nicht selbstverständlich. Also ich war am Anfang natürlich, ich war 2-3 Mal in befristeten Verträgen, bevor ich unbefristet wurde. Ja, was ja jetzt aber auch einfach für den Stiftungskontext nicht. Nee, total. Also da will ich auch der Stiftung überhaupt nichts ankreiden und das ist auch eher ironisch gemeint. Natürlich, die wollen alle Leute auch gerne länger behalten. Ne? Das ist auch ein großer Schmerz, dass wir immer wieder die Leute auch gehen lassen müssen. Also das ist nichts, was uns Freude macht, weder uns, also weder mir als Kollegin aus der Querschnittsabteilung noch der Geschäftsführung. Also sind wir einfach auch, ja, jetzt ein bisschen pathetisch gesagt, Opfer des Systems. Ne? Aber das ist nichts. Die wollen nicht unbedingt befristete Verträge machen, sondern es ist halt die Systemlogik. So, Andrea, du hast auch noch auf jeden Fall eine Frage, die ich jetzt gerade sehe. Ist Andrea überhaupt noch da? Ich glaube, die musste auch schon gehen. Gut, dann gleich vorlesen. Müssen die Themen vorher angekündigt werden? Für die Lunchveranstaltung. Ja, also genau, da nein, also ich mache einen Teaser eine Woche vorher. Und da frage ich dann die jeweiligen Inputgebenden, dass sie mir einfach 2-3 Sätze schreiben, ganz informell auch, ganz auch locker, irgendwie lustig, worüber sie sprechen werden, sodass die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen einschätzen können, worum geht es eigentlich. Ich habe auch im Wiki eine Liste, wo man sehen kann, was so in nächster Zeit geplant ist. Bin da aber allerdings auch einigermaßen spontan im Sinne von nochmal umplanen oder so. Also ich plane jetzt die Inputs nicht, eigentlich normalerweise nicht auf Monate voraus. Ich muss jetzt sagen, jetzt gerade ist gerade irgendwie wieder ein Run gewesen. Ich habe jetzt die Storylines verplant, interne wie externe, kommen darin vor. Bis in den März hinein haben wir jetzt schon die Termine. Da weiß ich jetzt auch nicht, was da plötzlich los ist. Irgendwie gibt es gerade sehr viel Stories zu erzählen. Aber ich freue mich natürlich sehr darüber. Also das zeigt ja auch nur, dass es viel Interesse dran gibt, dass ich auch Menschen gewinnen kann dafür. Von extern, das freut mich auch immer wieder, dass Menschen das einfach machen. Ne? Also da, die kriegen ja dafür nichts. Früher haben sie wenigstens noch eine Schüssel Nudeln von mir bekommen. Jetzt kriegen sie einfach nur noch ganz viel Dankeschön und vielleicht die Potenzial auf eine Vernetzung, auf eine Kooperation oder so natürlich. Aber ich habe das Gefühl, das machen die meisten einfach aus der Freude, dass sich jemand für ihre Arbeit auch interessiert. Und das, ja, genau, das macht es für mich auch echt spannend.
Jetzt stelle ich doch auch die Frage von der Alexandra, die musste leider auch schon los, aber sie hat in den Chat geschrieben, dass sie auf jeden Fall die Aufzeichnung sich anschaut und dann können wir ja auch ihre Frage für die Aufzeichnung noch beantworten. Sie hat die Frage relativ früh gestellt, ob ihr auch Scrum oder andere agile Projektmanagement-Methoden nutzt, die dann auch mit eben kürzeren Retrospektiven vielleicht in die Projekte zu integrieren sind. Ich denke mal, der Kontext war da Lessons Learned. Ja, einmal Lessons Learned, aber ich glaube auch, genau, ja, also weil ich auch vom Projektmanagement-Tool Planner ja vielleicht zwischendurch auch gesprochen habe. Also ich würde sagen, dieses ganz agile Arbeiten, das kommt jetzt erst in die Stiftung. Bisher sind wir schon auch ein bisschen noch langwierig, finde ich. Ich finde unsere Meetings teilweise zu lang. Sowas etabliert sich ja immer mit der Zeit und dann ist es dann irgendwie fast unverrückbar, dass man die Meetings immer mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde macht. Aber es gibt einzelne Teams, die damit arbeiten. Wir haben mit Raski immer wieder rum experimentiert. Also was Racy, glaube ich, wenn man es ein bisschen eine andere Art von, also nicht immer hierarchisch zu arbeiten, sondern da irgendwie ein bisschen andere Rollen irgendwie auch zu haben und Verantwortlichkeiten, und es beschäftigen sich schon viele Teams mit so den verschiedenen Projektmanagement-Methoden, aber wir haben derzeit nicht stiftungsweit irgendwie feste Scrum-Vorgänge oder sowas. Es ist eher so, dass sich alle dafür interessieren und wir auch immer wieder auch im Personalentwicklungsteam in Richtung Fortbildung denken, dass da so nochmal zum Beispiel so eine Scrum-Schulung würde sicher gut ankommen und würde sicher viele interessieren. Also mit sowas spiele ich dann immer in Gedanken, aber wir haben bisher noch nicht, ist jetzt nicht, dass wir alle im agilen Projektmanagement-Modus arbeiten. Kanban wird so, also ne, so Kanban-mäßig mit dem Planner wird natürlich jetzt zunehmend gearbeitet und die Leute entdecken das, würde ich sagen, gerade so für sich, aber es ist noch nicht voll etabliert. Das ist eben schon ein großer Laden und nicht so eine ganz flinke kleine Startup. Ich habe ja selber auch bei der Bertelsmann Stiftung gearbeitet und kenne diesen Projektkontext mit den Projektträgern und da wird ja schon sehr, sehr streng bei Projektanträgen drauf geachtet, dass ja so der administrative Anteil nicht zu groß ist, was ja auch richtig ist, wie du selber sagst, das Geld der Projektträger soll ja am Ende bei den Kindern und Jugendlichen landen. Jetzt habt ihr aber durch Wissensmanagement ja doch auch an der einen oder anderen Stelle einen Mehraufwand, auch deine Stelle ist ja eine Stelle. Habt ihr das geschafft, diesen Projektträgern als Teil der Leistung, also in Anführungszeichen, zu verkaufen? Oder sagt er einfach, das muss so schlank bleiben, dass wir das einfach so im administrativen Rauschen laufen lassen können? Na, also ich würde doch sagen, dass wir zunehmend auch das Thema Wissensmanagement aufgenommen haben in die Anträge. Doch, also das hat schon ein bisschen, also gerade meine letzte Chefin der Abteilung, Karinina Schröder, die hat da auch intern sehr stark wirklich sozusagen PR betrieben für uns und dafür gesorgt, einfach da Bewusstsein für zu schaffen. Es braucht nicht nur für Evaluation da irgendwie einen Textblock in dem Antrag, sondern auch für das Thema, wie gehen wir mit dem Wissen um. Und ich glaube schon, dass die Fördermittelgeber da auch an umgedacht haben oder da dafür mittlerweile eher empfänglicher sind, weil es doch auch sehr viel Sinn macht, ne? Also, dass man nicht gerade wenn man sagt, man ist in so einem Laden, wo viele Projekte gemacht werden, dass da nicht immer komplett neu angefangen wird, sondern dass man irgendwie versucht, auch Wissenstransfer spielt natürlich eine große Rolle. Also, das sind so Begriffe, glaube ich, die im Antrag definitiv auf auch Interesse stoßen bei den Mittelgebern, ne? Die möchten ja auch, dass da eben Wissen transferiert werden kann und das muss natürlich auch irgendwie aufbearbeitet werden und damit muss irgendwie umgegangen werden. Und insofern würde ich schon sagen, dass das im Vergleich zu vor 5 Jahren viel bewusster und auch präsenter auch ist in den Anträgen und in dem Bewusstsein der Fördermittelgeber, dass das was ist, was wir uns auch kümmern müssen in den Projekten. Es gibt viel häufiger die Stellen, die auch das Thema Wissensmanagement auch mal mit als Aufgabenbereich drin haben und so. Also doch, ich würde sagen, dass sich das stärker etabliert hat bei uns, ja. Ja, super, danke schön. Ja, Dirk, das letzte Wort an dich. Ja, genau. Fast hätte mir Clara in ihrem Vortrag ja meine letzte Frage geklaut, weil sie ja auch gesagt hat, was bisher ungelöst ist. Aber der Thema im Bereich ist trotzdem drin geblieben. Ja. Also, was würdest du so rückblickend über die Jahre etwas anders machen? Und was war für dich so hier der oder die größten Fehler auf dem Weg bis jetzt? Ja, ich habe da natürlich drüber nachgedacht, ne, weil ich würde sagen, dafür bin ich schon lange genug im Business, dass ich weiß, es geht auch viel darum, was läuft eigentlich nicht oder was habe ich immer noch nicht hingekriegt und warum eigentlich nicht.
Also so richtigen Fehler, also fällt mir schwer. Das könntet ihr mir jetzt rückmelden von dem, was ich erzählt habe, wo ihr sagt, ah, guck mal, da ist aber doch noch irgendwas offen oder das hat doch nicht so gut geklungen oder so. Ich denke, dass ich mich manchmal ein bisschen verzettel, weil ich natürlich so viele Interessen habe und das Wissensmanagement, ich könnte das, glaube ich, schon jetzt noch stärker pushen. Aber dadurch, dass ich eben auch noch so mich so gerne so für viele andere Themen auch interessiere und grundsätzlich an der Organisationsentwicklung irgendwie auch so Interesse habe, ist das so ein bisschen... Ja, ist das was, wo ich denke, da hätte man an einem bestimmten Punkt auch die Dynamik noch mal stärker aufgreifen können. Und dass ich jetzt sozusagen in dieser Situation bin, dass diese Gefahr da ist, dass das so ein bisschen wieder ein bisschen Schattendasein bekommt oder so, das ist ja auch was dann ich mit zu verantworten habe, würde ich sagen. Genau, also Fehler fällt mir tatsächlich schwerer, was ich definitiv sagen kann, dass ich dieses Scheitern an diesem Expert-Debriefing, das ist was mir echt so ein bisschen mich nervt. Also und wo ich auch wirklich, ich krieg da keinen Haken dran. Das ist immer ein Prozess, der zu viel Zeit kostet im Prinzip für die Leute, weil wir so, ne, wenn man halt natürlich ein Jahr oder zwei Jahresverträge hat, dann ist es auch vielleicht, kann man auch sagen, nicht so wahnsinnig viel Wissen, das so transferiert werden muss. Das ist natürlich was anderes, wenn jemand nach 30 Jahren in den Betrieb geht. Aber ich glaube trotzdem, dass total oft dann da immer wieder bei Sachen neu gestartet wird, was nicht sein müsste. So. Und dass wir Leute verlieren, die total viel drauf haben und was einfach super schade ist. Wenn mir noch was einfällt, würde ich es euch noch nachreichen. Also vielleicht habe ich die Fehler verdrängt und nachher kommt das mir dann ganz blitzartig. Aber ich glaube so, ich habe eher einfach noch ein paar ungelöste Probleme, die mich von Anfang an begleiten, wo ich denke, ich scheitere da täglich dran. Und das ist eher was mich natürlich dann auch umtreibt. Also ganz vielen Dank, ne? Ja, ganz herzlichen Dank, Clara. Das war so spannend und vor allem auch lebendig. Und man hat so richtig gemerkt, dass du mit Herzblut und Leidenschaft bei diesem Thema dabei bist. Und das war einfach auch sehr erfrischend. Und deshalb ist die Zeit wirklich wie im Flug vergangen. Also ganz, ganz herzlichen Dank und schönes Wochenende. Euch allen auch. Ja, genau, ich fand es auch toll. War super. Dankeschön. Super, Dankeschön, das höre ich gerne.